Sehnsuchtsort Nationalpark Müritz. In dieser Region sind Paddlern keine Grenzen gesetzt. Hier kann man immer wieder kommen und trotzdem immer wieder etwas Neues entdecken. Hier entspringt auch die Havel, rund um Kratzeburg, wo auch der Startschuss für unsere Tour fällt. Am Kebelblicksee laden wir die Boote ab, lassen das Auto auf dem kostenfreien Parkplatz nahe des Sees stehen und tauchen ein in unseren viertägigen Trip, auf dem uns fast genauso viele Fischadler wie Hausboote begegnen werden. Auf dem See erleben wir direkt unsere Feuertaufe, denn auf dem so idyllisch wirkenden Gewässer hat der mäßige Wind dennoch einige anspruchsvolle Wellen für uns parat. Am südwestlichen Ufer signalisiert eine grüne Boje die Einfahrt in die Havel. Der Fluss ist hier etwa 6 Meter breit und bis auf unsere Paddelschläge hört man abgesehen von einigen Vögeln nichts. Schon kurze Zeit später machen wir eine Stippvisite auf dem Granziner See, folgen aber weiter der Havel. Auch den Schulzensee überqueren wir flott. Dann wechseln wir vom Wasser auf die Schienen. Die 500 Meter lange Umtragungsstrecke kann per Lorenbahn zurückgelegt werden. Gleich 4 Boote passen hier auf den Wagen. Alternativ kann aber auch der eigene Bootswagen genutzt werden. Wir überqueren den Pagelsee und unterqueren die alte Holzbrücke nahe Krienke. Die Havel trägt uns weiter zum Zotzensee und anschließend zum Fischer in Babke. Hier, nach unserer langen Autoanfahrt und 11 Kilometern im Boot, bietet sich ein Stopp perfekt an. Auf der kleinen Landzunge, rechts und links plätschert die angestaute Havel dahin, schlagen wir die Zelte auf. Beim Fischer gibt es Sanitäranlagen, abends und morgens etwas zu essen und zu trinken. Am Himmel kreischt ein Fischadler, während wir uns ein leckeres Abendbrot zubereiten. Und spätestens der Mauer-Handy-Empfang signalisiert: Willkommen in der Natur! Wer in Babke übrigens direkt weiterfahren möchte, kann die kleine Lorenbahn zum Umtragen nutzen. Wir tragen unsere Boote zum Steg und packen am nächsten Morgen unsere 7 Sachen wieder in die Kajaks und auf den ersten Metern hinter Babke schlängeln wir uns durch das dichte Schilf. Entgegenkommende Paddler lassen sich teilweise kaum erkennen. Zum Glück sind wir Mitte Juni unterwegs und der Trubel hält sich in Grenzen. Nach der Überquerung des Jetensees genießen wir die Ortsdurchfahrt durch Blankenförde, wo einige Häuser und Bootsschuppen direkt ans Ufer ragen, ohne jedoch die Idylle zu stören. Es folgt der Görthofsee, dann der Zierzsee, ehe wir auf den Userriner See kommen. Mit über 3 Kilometern Länge zieht sich seine Überquerung etwas hin, aber wir nehmen Kurs auf das südwestliche Ende und verlassen dann per Lorenbahn vorbei an der Schleuse das Paddelparadies, denn ab dem folgenden See ist der Motorverkehr erlaubt. Bislang waren wir ja im Nationalpark unter uns im motorfreien Raum unterwegs. Der große Labussee begrüßt uns mit sachten Wellen und den ersten Sportbooten, die mit ihren kleinen Motoren dahin knattern. Wir folgen der Havel, deren Ufer ab hier meist mit Holzpfählen versehen wurden, um dem Schiffsverkehr die nötige Wassertiefe dauerhaft zu sichern. An der Eisenbahnbrücke schielen wir vorsichtig um die Ecke, ob auch ja kein Gegenverkehr kommt. Mehrere Kilometer vor uns erstreckt sich dann der Wurblitzsee. Aus vorherigen Touren wissen wir, unerfahrene Kanuten sollten sich hier besser in Ufernähe im Windschatten der Wälder fortbewegen, denn bereits ein lockerer Windzug lässt die Wellen mächtig steigen. An diesem Tag allerdings haben wir Glück und die Überfahrt wird von den kleinen Wellen kaum gestört. Wesenberg lassen wir rechts liegen und uns das erste Mal auf dieser Tour schleusen. Neben Yachten und Hausbooten kommen wir uns in der Schleuse zwar vor wie kleine Nussschalen, aber der nette Schleusenwärter hat mit seinem Argusauge alles genauestens im Blick und wir können ohne viel Anstrengung flussabwärts gen Ahrensberg weiter paddeln.
Unterwegs passieren wir noch die Einmündung der Schwanhavel, einen ganz kleinen naturbelassenen Fluss. Wer Zeit hat, sollte die Schwanhavel bei gutem Wasserstand unbedingt unter den Kiel nehmen. Wir machen aber weiter und direkt vor der überdachten Ahrensburger Brücke halten wir für einen kurzen Imbiss beim Fischer. Neben den Kajaksitzen genießen wir Fischbrötchen und frisch gezapftes. Der Charakter der Havel bleibt unverändert. Finowsee, Havel. Wagnitzsee, Havel. Kleiner sowie großer Pripatsee, Havel. Ellbogensee. Zwar ist hier an schönen Tagen mächtig was los, etliche Sport- und Hausboote tuckern hin und her, dennoch genießen wir jeden zurückgelegten Meter. Am Zipfel des südlichen Ellbogensees ragt ein umgefallener Baum ins seichte Wasser. Hier pausieren wir und nehmen ein herrliches, kühles Bad. Erfrischt überqueren wir anschließend den Zirnsee sowie den Menosee, ehe wir am Biwakplatz Steinförde erneut unser Lager aufschlagen. Für 3 Euro wird hier einem zwar keine Dusche und lediglich ein Trockenklo geboten, aber der Platz ist immer gemäht, bietet eine Feuerstelle und mehrere Unterstände und der nette Platzwart bringt sogar noch einen Kanister mit Trinkwasser vorbei. Am nächsten Morgen. Nur wenige Kilometer hinter Steinförde taucht die nächste Schleuse auf. Beeindruckender ist jedoch die alte Steinhavelmühle. Mehrere große Gebäude, die offenbar seit der Wende keine Verwendung mehr haben und sich selbst überlassen wurden. Wir erleben ein Kontrastprogramm. Am Röblinsee vor Fürstenberg zieren fürstliche Villen das südliche Ufer. Während uns ein Mahnmal der Hässlichkeit den Weg weist, jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben, steht das ehemalige Kraftfuttermischwerk an der Einfahrt nach Fürstenberg. Unter der Bahntrasse hindurch tauchen wir ein in die Wasserstadt, biegen nach wenigen hundert Metern in die Gänsehavel ein. Ein Hauch von Venedig weht uns hier um die Ohren. Dann erfahren wir eine spaßige Abwechslung. Der Fisch-Kanu-Pass, eine Bootsrutsche mit Borsten, befördert uns unter der Straße und einem Haus hindurch in die Priesterhavel. Dieses Bauwerk gilt als eines der teuersten Investitionen der Stadt seit der Wende. Wir Paddler sagen Danke. Dann fahren wir die Priesterhavel entlang, die zur Schulhavel wird. Klein und flach plätschert sie dahin, ehe sie schließlich am Stadtanleger in den Schwedsee mündet. Auf der anderen Seeseite erstreckt sich die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, ein ehemaliges Konzentrationslager der Nazis. Hier ließ die SS 1939 das größte deutsche Frauenkonzentrationslager errichten. Heute kann es besichtigt werden. Wir lassen es und auch den See hinter uns und folgen der Havel, passieren die alte Eisenbahnfähre und überqueren anschließend den Stolpsee. Bei unserer kurzen Mittagspause wird noch spontan von einem gefederten Wasserfreund mein Kajak geentert, beziehungsweise geentet. Zwei Schleusen gilt es an diesem Tag noch zu nehmen. Zunächst in Bredereiche, wo ein Hebetor in die Höhe fährt und den Weg ins Schleusenbecken freigibt.
Die Schleuse in Rego ist ebenfalls eine Selbstbedienungsschleuse. Ein Hebel muss gedreht werden, wenig später kann geschleust werden. Den Rest macht die Automatik ganz von selbst. Nur wenige hundert Meter später landen wir am Wasserwanderersplatz an, nicht weit von einem großen Ziegenhof. Abends hören wir die Rufe des Landwirts, der eine große Herde Ziegen von der Weide gen Hof treibt. Brandenburger Idylle pur. Unser letzter Tag auf der Havel steht an. Die folgenden Kilometer herrscht am östlichen Havelufer strenges Anlandungsverbot. Ein alter Truppenübungsplatz erstreckt sich bis zur Schleuse zu unserer linken Hand. Munitionsreste und andere Dinge sollen dort noch im Wald liegen. Wir nehmen anschließend die Schleuse Zaren und wenige Kilometer später folgen wir hinter der Schleuse Schorfheide der Havel. Wir biegen rechts ab, denn wer links abbiegt, der kommt nach Templin. An der Schleuse Marienthal verlassen wir die Havel und nehmen Kurs auf Dannenwalde. Zunächst auf einem Kanalstück, dann überqueren wir den 6 Kilometer langen großen Ventosee. Am Campingplatz Seilershof landen wir schließlich am Sandstrand an und beenden unsere viertägige Tour. Der Bahnhof ist fußläufig in 10 Minuten erreichbar. Hier fährt im 2-Stunden-Takt der Regionalexpress bis nach Kratzeburg. Hat euch das Video gefallen, dann lasst doch ein Like da und abonniert meinen Channel oder schaut doch mal bei Instagram oder auf meiner Homepage vorbei unter www.kajakexplorer.de. Macht's gut und bis bald!